Hallöchen ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Grobi. Und heute habe ich mal ein Kick-Haul für euch. Guckt euch hier nicht auf meinem riesengroßen Schreibtisch um. Wie immer bin ich beschäftigt. Ja, ich war mal wieder beim Kick seit langer Zeit. Und da habe ich hier diese schöne Streudeko gesehen. Das sind so eine kleinen Plättchen für 1 Euro. In so Bronze, Gold und Silber. Und hier würde ich sagen, ist zweimal lila und einmal grün. Das gab es leider nur in der Verpackung. Jeweils für 1 Euro. Und ich habe diese tollen Aufkleber für den Adventskalender gesehen. Die haben gekostet 79 Cent. Die mussten auf jeden Fall mit. Ja. Und dann habe ich natürlich auch die Schnullikiste geplündert und habe auch noch ein paar Sachen gefunden. Und zwar für 50 Cent einmal dieses kleine Eichhörnchen auf dieser Nuss. Ist das nicht süß? Weil man ja noch nicht genug Zeug hat, was so rumsteht. Gleich mal ab hier. So. Dann habe ich gefunden für 1 Euro meine Mini-Kinderlieder. Da sind 3 Bücher drin. Hier steht zwar ab 3 Jahren, ideal für unterwegs, aber ich denke mal, es ist für unsere kleine Nachbarin oder für unsere Nichten. Da ist es schon ganz gut. Und für 1 Euro kann man nichts verkehrt machen. Dann für die Nachbarin habe ich hier mein erstes Puzzlebuch. Das ist hier leider eingepackt. Das hat mal 3 Euro gekostet, jetzt für 1 Euro. Das ist einmal mit Wildtiere und hier habe ich es nochmal mit Haustieren. Hier können wir auch mal reingucken. Hier sind solche, die Teile sind so ausgestanzt, die kann man rausnehmen. Und dann steht hier, der Hamster wird nachts munter und dann kann die Kleine den Hamster hier reinpacken, wenn sie den erkennt unter den Puzzleteilen. Hier ist noch ein Hund, Fische, eine Schildkröte, ein Kaninchen und eine Katze. Und für 1 Euro habe ich mir gedacht, nehme ich mal mit für die Kleine. So, dann habe ich für 10 Cent diese beiden Mermaid Geschenktaschen. Da habe ich mir gedacht, da kann ich die Bücher reinpacken. Dann braucht man die nicht einwickeln. Man ist ja ein bisschen faul. Und für 10 Cent. Dann habe ich diese Bastelschleifen gesehen. Die haben 1 Euro gekostet. Und die waren zum Schluss auch auf 10 Cent herabgesetzt. Schleifen gehen ja immer zum Kartenbasteln. Ja. Und worüber ich mich richtig gefreut habe, ist hier dieses Bastelpapier. Das hat mal 3,99 gekostet. Steht hier die Grammatur mit drauf? Nee, aber es sind 30 Blatt für 1 Euro jetzt. Und diese, die sind also foliert. Und das fand ich ganz schönes Papier, gerade so zum Kartenbasteln. Und das habe ich 1, 2, 3 Mal bekommen. Ja. Da kann es wieder richtig losgehen. Ja, das war auch schon mein Kick-Haul. Aber war mal wieder interessant, im Kick zu sein. Ich hatte geguckt wegen Weihnachtsaufkleber noch was, irgendwas Schönes, aber in dem Kick, wo ich war, war da leider nichts. Oder schon alles alle. Naja, oder ich bin zu früh. Ja, ist ja jetzt eigentlich erst Halloween. Naja, okay. Also, dann sage ich erstmal danke fürs Zusehen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Grobi, tschüss.